Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Blog 4 mit Olli. Hallo. Und dann lassen wir dich in Ruhe, Olli. Okay. Du hast eine grandiose Filteranlage, du hast einen grandiosen Teich, du hast geile Fische und bist trotzdem unzufrieden. Ich glaube, deine Unzufriedenheit würden, glaube gerne viele wirklich unzufriedene Koi-Liebhaber mit dir teilen. Und jetzt? Jetzt ist halt die Überlegung, den Teich einfach zu verkleinern. Und wie viel Kubik? Von 100 auf? Rein rechnerisch sind wir bei 76, 77 Kubik ungefähr. Und der Rest dann als Bürstenfilter? Größtenteils, ja. Das müssen wir noch erörtern, aber da geht die Richtung hin. Warum willst du das machen? Naja, wirklich halt einfach vom Autarken. Weil wie gesagt, die Vorteile, ich versuche immer zu hinterfragen, warum Bürstenfilter, ist es ein Hype oder nicht. Aber ich sehe halt einfach diesen technischen, logischen Vorteil, wenn der richtig gebaut ist. Halt wirklich diese Art Absetzkammer, wo die Bürsten halt die ganzen Sedimente noch zurückhalten. Und genau. Und letztendlich hast du ja auch gleichzeitig Biologie. Ist ja derselbe Kunststoff wie Helix oder Japanmatte etc. Wobei ich würde immer noch ein anderes Medium reinmachen. Das ist dann halt einfach so, aber die Idee geht wirklich dahin. Das kannst du auch machen. Das ist aber ungefähr so, wie wenn du sagst, ich fahre nicht nur Mountainbike, ich fahre auch noch Rennrad und ich fahre noch das und ich fahre noch das und setze mich noch aufs Pelotonbike, damit wirklich jeder Muskel austrainiert genau. ist. Aber wenn du einmal, Pablo hat es vorher auf den Punkt gebracht, ein Rudergerät ist absolut das Geilste, weil da setze ich mich drauf und wenn ich keine Zeit habe, ruder ich abends nochmal eine halbe Stunde und dann habe ich im Prinzip meinen ganzen Körper einmal ausgelastet und dann kann ich aber auch selektiv trainieren und so. Aber am Ende ist das Volumen, das ich zur Verfügung stelle und die Durchströmung, die Anströmung und der Wasseraustausch zwischen Teich und Filter, das sind die entscheidenden Komponenten. Aber da, ob du dann nachher über dein Fever Tree, nee, das war glaube ich Tonic Water, oder? Wie keine Ahnung. Mountain Tree. Mountain Tree, deine, genau. Deine Filtermaterial oder über Helix oder über Matten oder über genau. Bürsten oder über was du gehst, ist scheißegal. Die Bürsten machen es halt so schön einfach. Wenn man sie schön abspülen kann, man kann sie gut ins Filtersystem einbringen. Und das Entscheidende ist, und das sagt auch Tim immer den Kunden, ich sag das nicht, aber das sagt, ich sag das nicht. Der so baut den Bürstenfilter so, dass der ihn, also wenn wir rein auf Bürstenfilter ohne Zusatzbiologie, dass irgendwo in der Mitte ein Schott ist, vorne, genau. der wird gereinigt und der hintere Teil wird genau. quasi nie gereinigt. Ja? Dass man also gar nicht Gefahr so läuft. Idee. So, also dann bist du bei 76 und dann ist das im Prinzip... Dann sind wir bei Ende 60. Gut, mit Filter kommt natürlich ein anderes Volumen dann dazu. Also ich sag's mal so, projizieren wir mal hoch, wir sind auf 80 Kubik. Von jetzt vielleicht mit Filter 120, 125. Mhm. Muss man mal gucken einfach. Ja, finde ich eine gute Idee. Ja. Wie viel Energieeinsatz hast du heute? Ich müsste mal durchrechnen, aber ich glaube so 700, 800 Watt haben wir schon die Stunde. Und ich habe da auch mal rumgerechnet. 700, 800? Ja. Für die UV-Lampen und nein, für die Pumpen? Ja, so ne, oder lasst es mit UV vielleicht auch 1000 Watt sein. Aber so neben Dreh pendeln wir uns ein. Vielleicht aber wir können auf jeden Fall runter. 1000 Watt, 1 kW. Glaubst du wirklich? Ja. Du hast doch nicht nur 1000 Watt. Ah, die Pumpen laufen halt auch alle bloß so 40%. Tim, wie viel schätzt du, dass er hat? 1,5 hätte ich wenigstens gesagt. Echt, ne? Wenn wir jetzt die Hauptsicherung hier rausmachen, hören wir es im Keller pfeifen, weil deine Zähler scheint Zähler kaputt. Nee, so ist es nicht. Wie so eine Formel-1-Bremse. Das ist schon so, dass es noch Drehrad weggeklebt. Halbwegs stemmbar ist. Okay. Nee, also ich finde die Idee gut und ich finde, du musst nicht nur auf Bürsten setzen, du kannst wirklich auch... Genau, ich würde beides machen. Du beides machen. Du willst halt die Filterhütte dann komplett abreißen? Ja, größtenteils halt. Wie gesagt, wir haben halt das Problem, dass wir in dem Garten halt wenig Farbe haben und Ahorn wächst nicht. Und da ist halt wirklich die Idee. Ich fand es bei dir am Eingang mega minimalistischer Japan-Garten. Und uns fehlt halt einfach das Know-how zum Umsetzen. Aber so ist dann halt die Idee, das Filterhaus zurückzubauen. Ist dann auch einfacher zu verkleinern. Deswegen haben wir uns da auch schwer getan. Und irgendwo langfristig ist die Idee, dann ein bisschen mehr Steingarten zu machen, einen größeren Ahorn mal reinzusetzen, weil wir Bodenaushub machen können. Und wie gesagt, wir haben halt auch nochmal eine ganz andere Terrassenebene. Aber das ist vielleicht auch das Thema hier, also weniger der Japan-Garten, der minimalistische. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Teich haben mit 50.000 Liter, mit 40.000 Liter und Ihnen das Hobby so mit Ihrer seitherigen Technik einfach ein bisschen über den Kopf wächst, weil Sie sagen, die Stromkosten, die Energiekosten, die Wasserkosten, alles geht nach oben und Sie scheißen das Hobby jetzt an, was die Kostenseite angeht, haben aber trotzdem immer noch Bock auf die Fische, dann machen Sie genau das, was Olli hier macht. Ja? Brennen sie einfach einen Teil ab, Genau. Dübeln sich da einen Bürstenfilter rein ja, und dann haben sie im Prinzip der Filter direkt neben dem Teich, machen sie aus dem 40.000 Liter Teich einen 20.000 Liter Teich. Ja, da brauchen sie nachher
so wenig. Also der Strom ist dann wirklich überhaupt nichts mehr, wenn man mit einer Oase Aquamax Titanium, wenn man direkt den quasi nur einen halben Meter pumpt, da pumpe ich, ich sage jetzt einfach irgendwas, 20.000 Liter pumpe ich da mit 80 Watt oder so. Ja, genau. Das ist heute überhaupt gar kein Thema. Du schiebst ja nur noch unter der Wasserlinie. Man schiebt es unter der Wasserlinie durch große Rohrleitungen, dann braucht man ein bisschen Belüftung, ein bisschen UV und alles ist gut. Genau. Ja, und dann lieber mal, und dann sind wir wirklich bei dem Punkt, bei Pablo habe ich gesagt, solange das nicht kaputt ist, würde ich da jetzt keinen Bürstenfilter da reinbauen. Aber wenn jetzt wirklich Not am Mann ist, ja, beim Drogendealer kommt es ja nicht drauf an. Aber wenn jetzt wirklich mal Not am Mann ist und man sagt, bevor man das Hobby ganz aufgibt, dann geben sie ihre seitherige Scheißtechnik auf, verkleinern ihren Teich und nehmen den übrigen, den Raum, um den man verkleinert hat, bauen sie einen einfachen Bürstenfilter rein und alles ist gut. So, und einen Punkt haben wir noch vergessen, Beispiel Salz. Ich gespannt. Ich sag's mal zum Beispiel mit dem Salz. Wir haben dieses Jahr das Problem gehabt, wir haben halt aufgesalzen im Frühjahr, weil halt neue Fische reinkamen. Und auf einmal hatten wir halt Kostja, wir haben es vorher nicht wahrgenommen und es ist halt ausgebrochen. Und auf einmal warst du halt gezwungen, das Salz rauszudünnen. Und es ist halt bei 100 Kubik wirklich ein Schweineaufwand, das Salz rauszukriegen. Und halt auch mit den Behandlungsmitteln oder Behandlungskosten von den ganzen Mittelchen und alles. Und wie gesagt, ich sehe halt einfach das Problem oder ein Vorteil ist, der Teich halt einfach kleiner, wirkt der Schwarm anders. Man ist halt auch einfach befriedigter, weil nicht so viel Fläche ist. Und genau das. Aber wenn man so riesen Boliden hat wie du sie. Schatz, hol mal Salz, wir müssen desinfizieren. Mein Schuh ist gerade weggeschwommen. Aber jetzt sehen wir die Strömung gleich. Das war so ein Schnappeffekt plötzlich. Plötzlich schwimmt da mein Flipflop. Wir müssen nur gucken, nicht, dass Anni denkt, da ist ein Brötchen reingeflogen. Weil die wird dann. Aber da sehen sehr Sie jetzt komisch. Mal, Tim, ein normaler Kameramann wäre sofort hergerannt und hätte den Schuh im Teich schwimmen. Aber ich muss jetzt den anderen auch kurz lassen, weil das ist jetzt ein blödes Gefühl. Ja, gut. So. Na, sie guckt schon. Ich finde, einen großen Teich, wenn man so Fische hat wie du, ist schon mega, mega geil. Da passt jetzt kein 30 cm Jumbo-Tosheim mehr rein. Das sieht wirklich albern aus, aber ansonsten ist das eine richtig geile Angelegenheit. Ja. Da gibt es gar nichts. Na, guck mal, jetzt siehst du, jetzt kommt die Sonne hier. Du hast eine leichte milchige Trübung. Genau. Ja? Jetzt, wenn die Sonne reinscheint. Die ist nicht schlimm. Aber könnte auch im UV-Licht geschuldet sein. Weil du haust halt 100.000 Liter an diesen Kreuz- und Quer-UV-Lampen vorbei. Aber über UV-Technik unterhalten wir uns dann, wenn der Teich neu wird. Du würdest dann die Terrasse rausverlängern? Genau. Also wir haben 3,70 Meter ungefähr geplant und dann halt je nachdem. Aber wieso schneidest du das nicht hinten ab? Weil hier bist du noch überdacht, da kannst du dann im Stuhl sitzen und Fische füttern. Ja, ist richtig, aber wie gesagt, wenn hinten eine Terrasse entsteht, ist es so, dass sie halt weniger genutzt wird. Also ich sehe halt einfach hier vorne mehr den Vorteil. Also wir haben ewig hin und her überlegt, aber der Flachwasserbereich würde halt auch minimiert werden. Die Kamera auf die Hand noch? Die Form wirkt dann irgendwann nicht mehr. Und ich finde halt, mein Lieblingsplatz ist meistens hier in dem Futterautomat, weil du halt einen ganz anderen Blick irgendwie auf den Teich hast, auch von der Sonnenstellung und Schattenbildung von den Bäumen. Ja. Wir nehmen halt diesen Schattenbereich hier einfach weg. Klar müssen wir nachher mit einem Sonnensegel arbeiten, aber ich sehe halt einfach den Vorteil, wir haben eine Terrasse, die halt in der Familie einfach besser genutzt werden kann. Du hast halt eine ganz, ganz neue Ebene. Genau. Voll geil. Und wir haben halt hinten, wie gesagt, einen Flachwasserbereich, Meter, der geht dann runter. Und es ist dann halt schwierig, da mit einem Filter das umzusetzen. Also wie gesagt, ich habe mir viel den Kopf zerbrochen, aber ich glaube, die logischste Sache ist echt hier vorne. Genau, auch wegen der ganzen Zuleitung. Das ist mir am Ende egal. Ja. Die Idee, es zu tun, die halte ich für wirklich sinnvoll. Und jetzt erklärst du uns noch mit deinen Lachseiern da hinten am Gartenzaun. Was für Lachseier? Ohne Witz. Unsere Coca-Behälter. Mhm. Lässt du den ganzen Sommer hier drin? Es ist so ein bisschen der Trägheit gerade geschuldet. Okay. Ja, Trägheit kenne ich, seit ich mit Tim arbeite. Ja, warum hast du hier die Dinger aufgehangen? Na ja, eigentlich zum Trocknen. Und normalerweise Seit April. Ja, genau. Geil. Normalerweise fliegen die unter Dach, aber irgendwie, keine Ahnung. Gut, gut. Könnte mir aber Hat irgendwann zum Garten passieren. Gehört. Ja. Geil. Olli, viel Erfolg und gutes Gelingen. Danke, wir trinken jetzt noch einen Kaffee, bevor wir zu Andreas weiterfahren. Und dann sind wir beim nächsten Freak. Und ja, wird gut. Aber wie gesagt, Bälle kannst du auch jedem empfehlen. Also für mich sind die Nachteile von allen anderen Sachen größer wie bei den Bällen.